So, können wir mal ganz kurz hier reingucken. Ich denke mal Schallmohn. Ja, können wir mal mitnehmen. Nee, können wir nicht. Doch, können wir. So. Ich denke, das nehmen wir auch noch alle mit. So, ablegen müssen wir nichts. Haben wir noch einen Punkt, den wir investieren können, zufällig? Nee, haben wir nicht. Spielerfortschritt, Sammelstück. Okay, Leute, na dann, weiter. Alter, 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 also Kapitel 5 hat es wirklich in sich gehabt. So, ja, bitte. Mal sehen, wie jetzt der Stand der Dinge draußen ist. Kommt da jedes Mal wieder so eine Katze hin. Sieht auch verrückt aus, der Ladebildschirm. Der Name des Ungläubigen lautet Martin Holloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die Hoffnungsvollen unterdrückt. Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Jetzt hängt ihn schon auf! Ja! 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 Ach ja, die Stadt ist so im Arsch. So. Hier leuchtet was. Hier leuchtet was, hier leuchtet was. Oh, Ratten. Am wenigsten ist es ja nicht so gruselig. Hier waren wir doch schon mal drin. In dieser Stadt gibt es heute viele wütende Menschen. Der Baron ist ein gefragter Mann, nur aus den falschen Gründen. Kann ich ja den jetzt... Nee, kann ich nicht. So, ich muss jetzt irgendwie da rüberkommen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil es sind ziemlich viele. Ich werde krank, das spüre ich. Aber der sieht mich doch dann sofort, oder? Ich probier's mal. Nein, 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 du siehst mich nicht. Wirklich jetzt? Oh, ich war hinter einer Kiste. Ich war hinter einer Kiste gewesen. Oh, das ist doch zum Kotzen. Da kann man nicht hoch. Ich komme dich holen, Ungläubiger. Vielleicht nehmen wir gleich mal mit hier. Keine Sorge, ich halte die Augen offen. Wir können uns ja auch mal mit dem anlegen. Ich nehme Pfeil, Leute. Stickungspfeil, haben wir genug davon. Denk nach. Wo könnte denn... Kann ich den jetzt ausschalten schnell? Das war schon mal gut gewesen. Moment. Nein, 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 nein. Sieben. Sieben. Ganz ruhig. Schieß. Jetzt können wir den doch ausschalten, oder? So. Ah, das ist gar nicht so schlecht, die Kombi.
Natürlich hätte ich es gerne wieder anders gelöst, aber egal. Ich kann mich ja nicht die ganze Zeit hier rumschubsen lassen. Ah, hier ist wieder so eine Tafel. Ja, Wachstation am Platz. Das nehme ich mit. Gleich da sein. Hier ist wieder nichts, wir können den mal speichern eben. Ist gar nicht so doof. So. Hätten wir. Die Götzen sind schon auf der Brücke. Ich werde in Northcrest Manor wohl nicht viel Zeit haben, bevor sie dort fertig sind. Ein Mann für sich, Kapitel 6. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja, bitte. Na, bloß gut, dass ich vorhin mal gespeichert habe. Erin ist am Leben, dennoch fühle ich mich dadurch nicht besser. Sie verbringt mehr Zeit in meinem Kopf als ich selbst. Alles vorlesen werde ich wahrscheinlich wieder nicht schaffen, deswegen lasse ich es einfach mal. Na, hätte es vielleicht doch schaffen können. Naja. Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ist das hier nicht das Gebiet von Tut? Ich glaube fast, ne? So, finde einen Weg ins Anwesen des Barons. Alles klar. So, ich will heute Nacht nicht sterben. Nicht wie ein gemeiner Diener. Wir auch nicht. Wir wollen auch nicht wie ein gemeiner, oder? Wir wollen wie ein gemeiner Dieb sterben. Wo ist denn der jetzt? Ah, wir kommen da sogar hoch, wenn wir wollen. Okay. Ich mach mal hier lang. Sehen die mich? Wenn ich jetzt hier... Jede Wette, dass heute Nacht noch Blut fließt. Ich weiß nicht, wie viele Götzen da draußen sind. Ha, weil du nicht zählen kannst, Mann. Ach, da ist die Wache. Okay. Jede Nacht derselbe Albtraum. Sieht die mich? So. Oh, mir tut der Rücken weh. Vorwärts! Vom Balkon haben wir einen besseren Überblick. Ja, ich sichere die andere Seite. Ich muss schlafen. So. Bin ich ausnahmsweise mal ganz geschickt an einer Wache vorbeigekommen. Das freut mich. So müde. Wir könnten auch da hoch, aber das bringt uns, glaube ich, nicht so viel, oder? So, Leute, gerne mal einen ganz kleinen Cut. Ich musste gerade ganz doll niesen. Das haben wir rausgeschnitten. Hoffe ich zumindest, wenn ich dran gedacht habe. So, irgendwie. Die Wache da stört mich ein bisschen. Aber die dürfte uns ja nicht sehen, wenn wir jetzt hier lang gehen, eigentlich. Schützen! Wenn etwas über die Mauer kommt, verpasst ihm einen Bolzen! Bewacht diese Gärten mit Argusaugen. Wenn eine Maus furzt, will ich es wissen. Yes, Sir. So, erstmal speichern. Und dann drehen wir mal. Mal sehen, was passiert. Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann? Okay, jetzt weiß ich. Ah, der Brunnen ist aus. Gut. Das Plätschern hat mich ohnehin wahnsinnig gemacht. Vergiss den Brunnen! Behalte die Mauern im Auge! Ist hier einer? Glaube nicht, ne? Wie sieht das hier gut aus? Diese Warterei bringt mich um. Da ist einer. Das sind einige. Liebst muss ich jetzt die Fackelmaus machen.
siehst uns nicht. Ich hoffe, ich kann ein paar Götzen töten, bevor ich falle. So, die Strahler kriegt man wieder nicht aus. Hier ist keiner mehr, ne? Nee. Oh, das ist doch scheiße! Die Tür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Ich werfe eine Klinge! Los! Ja. Oh nein, es sind noch mehr. Oh, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Nein! Das bringt wahrscheinlich nichts. Ja, nu? Ja, okay, ich bin down, Leute. Kann ich nichts mehr machen. Oh, das war so knapp gewesen. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben gerade, ruhig zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich durch die Tür dann durchkomme. Müssen wir da mal gucken. Ich habe hier gespeichert. Also raus hier. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Bin jetzt vorgewarnt. Hier muss ich das Licht ja nicht ausmachen. Ich mach's trotzdem mal. Ich fühle mich nicht besonders. Hier haben wir schon wieder ganz schön viel Geld. Gold. So, Wasserfall wieder. So. Der Gestank hier ist widerlich. Oh nein. Kommen wir jetzt hier noch weiter runter? Ich bin so hungrig. Es wird spät. Am liebsten würde ich hier ausschalten, die Wache. So. Das eine. Okay. Wir müssen unsere Stellung halten. Durch die Vordertür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Ich versuche die jetzt mal auszuschalten, damit ich... Wow. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Hier ist auch noch eine Wache. Ja, wie komme ich da jetzt hier rein, ist die Frage. Ist hier vielleicht ein Hintereingang oder so? Also hier sieht überall nicht gut aus. Wenn sie uns überrennen, hängt an jedem Baum ein Galgenstrick. Dann hätten wir noch Glück. Es heißt, sie hätten die armen Schweine in Black Square ausgeweidet. Aber wenn ich jetzt hier mal ganz schnell runterspringe, was kann ich da noch? Probier's einfach mal, Leute. War da gerade jemand? Bist du sicher? Kommt der? Die Dunkelheit spielt mir einen Streich. Dann vergessen wir's. Zurück an die Arbeit. Sehr gut. So, gucken wir mal. Dann weise ich ihn zurecht. Das darf's wahrscheinlich nicht knacken, Leute. Drinnen, ne? Ich meine, wenn hier so viele Wachen sind, dann muss das ja ein wichtiger Eingang sein. Hier, ich mache wieder zu. So. Hier ist noch ein Becher. Oh, eine Vase. Ich glaube, hier müssen wir nicht schleichen. So. Schön, cool, haben wir einen Eingang gefunden. So. Ah! Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Stelle den Baron in sein privaten Studierzimmer. Okay, cool, darauf freue ich mich ja.
Darauf freue ich mich wirklich. Hier ist niemand mehr. Hier ist eine Falle. Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Garrett. Schönes Wortspiel. Ist hier irgendwo noch was? Erdgeschoss. Ich schau mal eben hier noch nach. Wahrscheinlich können wir noch Sachen aufheben. Ah, nee, geht auch eine Treppe nach oben. Ich glaube, mir hat der andere Gang, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Naja, wir gehen erstmal hier hoch, wir werden es ja sehen. Können das ja mal im Hinterkopf behalten. F-Geschoss. Wir müssen ganz nach oben, ne? Bestimmt. Ich sehe mich mal um. Den können wir ausschalten. Wenn wir schnell machen. Wenn wir schnell machen, können wir den... Hey, Scheiße. Ich könnte schwören, da war jemand. Ich nehme schon mal den Pfeil hier. Wenn sie auf dem Gelände wären, wüsste ich es schon. Der würde ihn ja gleich sehen. Hey. So haben wir auch. Okay. Der hat doch noch irgendwas, ne? Der auch hier? Nee. Dum, 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 dum. Hier geht's nach oben. Okay, cool. Hier ist noch ein Schrank, Leute. Na, das ist ja super. Hätte ich jetzt von dem Baron ein bisschen mehr erwartet. Oder von dem Baron. Hier ist doch bestimmt was drin. Na, so. Okay. Vergoldete Flasche. Hier ist nichts drin. Näher. Ich werde kämpfen und mich nicht verkriechen. Garrett, kannst du mal bitte dein Handy ausmachen? Das ist ungünstig gerade. Diese Warterei bringt mich um. Ist das ein Lichtschalter? Okay, das ist. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich jetzt an sich auch nicht, aber egal. Wir gucken erstmal, was wir noch mitnehmen können, Leute. Ja, ich muss sagen, diese Giftpfeile, die sind doch ziemlich cool. Ich finde es so schade, dass man die Wasserpfeile so selten einsetzen kann, weil meistens sind es ja keine Fackeln, sondern irgendwelche elektrischen Lampen oder so. Hier komme ich einfach nicht hoch, ne? Hier sind überall solche Schächte, aber... So, ich mach mal auf hier. Ich esse auch mal was hier, eben. Das Leben hier voll ist. Mein Nacken schmerzt. Hier ist wieder irgendeine Falle. Hier ist eine Falle an dem Schloss dran.